0 zu 0 im Spitzenspiel bei Kircher gegen Bogen. Ich denke mal, beide Torhüter haben das 0 zu 0 halt festgehalten, oder? Mit klasse Paraden. Ja, das Spiel kann auch 2-2 ausgehen, ich habe schon gesagt. Naja, das Unentschieden, wir können damit leben. Wir haben, sagen wir, Bastian Seite 0 geholt, das war wichtig. Man hat auch gemerkt, dass Bogen immer wieder gefährlich vor das Tor kommt. Gerade in der ersten Halbzeit waren sie ein wenig im Vorteil. Die zweite Halbzeit am Anfang haben wir gleich zwei klare Chancen gehabt. Auf die letzte haben sie dann nochmal, zwei gute Chancen gehabt oder drei sogar, was der Basti dann wirklich souverän gehalten hat. Aber unterm Strich, glaube ich, ist das Unentschieden nicht verdient, weil auf Glitzt hat man gemerkt, dass beide Mannschaften auch mit dem 0-0 sag ich mal, zufrieden sind oder mit dem Unentschieden. Keine Wolle verlosen. Die eigene Mannschaft hat ein bisschen mit zu vielen langen Bällen gespielt. Woran hat das gegen an der gegnerischen Abwehr oder waren wir vielleicht zu ungeduldig im Angriff? Nein, wir waren nicht. Aber es war halt ein Ding, hat uns am Anfang ein wenig einzeln draufgegangen und dann wollten wir halt bei uns ja gerade mit dem sicheren Spielaufbau ist es dann ein wenig problematisch, dass da nichts passiert. Und dann haben wir uns ein wenig, haben wir lange Bällen gespielt. Teilweise oft zu viel, aber es ist halt auch oft nicht anders gegangen, weil wir halt auch nicht darauf gegangen haben und vielleicht waren wir taktisch zu ungeduldig, aber unterm Strich ist es wichtig, dass wir die Null gehalten haben und dass wir also Anschluss am Bogen haben nach wie vor und das nicht jetzt eine Alleinunterhaltung, sondern wir können wir noch mit dabei sein und wir haben einen Anschluss gehalten. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir halt so lange wie möglich ja ganz vorne mit dabei sind. Du hast es schon gesagt, der Anschluss ist gehalten. Wer sitzt sich am Ende durch, Kircher oder Bogen? Oder eine andere Mannschaft? Ich denke schon, dass wir heute zwei beste Mannschaften gesehen haben. Allein ist natürlich auch nicht außer Acht zu lassen, aber nicht drüber reden. Aber ich glaube, unterm Strich mal gesehen, der Bogen ist eine sehr routinierte Mannschaft. Hat uns halt auch mit Angriff wirklich gut beherrscht. Wir haben nicht gar so viele Chancen gehabt. Gut, aber als Spitzenspiel, da gibt es meistens nicht, wenn zwei gute Mannschaften aufeinander treffen, dass es da so viele Torschancen gibt. Aber unterm Strich, glaube ich, werden die zwei Mannschaften vorne stehen. Dann abschließend, 580 Zuschauer, gehen sie zufrieden heim oder hätten sie sich mehr erwartet? Ja gut, es ist immer wie es sagt. Jeder möchte natürlich Tore sehen, das ist klar für die 580 Zuschauer. Aber ich glaube, dass wir wirklich vom Niveau her kein schlechtes Fußballspiel gesehen haben. Weil das auch, sage ich mal, Taktik, oder beide Mannschaften Taktik gespielt haben, taktisch eher sehr diszipliniert gespielt haben. Gut, das muss man ja erwarten in so einem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war es schon auch wieder mal Werbung für den Fußball. Auch wenn es jetzt von der Netz, sage ich jetzt einmal, das Spiel war, wo es jetzt auf und ab gegangen ist. Aber ich glaube, dass wir taktisch beide Mannschaften gut gespielt haben. Torschancen waren da und beide Tormänner waren, sage ich mal, heute in blendender Form. Vielen Dank.